Fleisch ist mein Gemüse, ist das Motto von Andis Fleischwaren GmbH Luckenwalde. Eines der rund 25 Unternehmen, die sich bis jetzt um den Preis der Wirtschaft Tattoo Fleming von sich aus beworben haben. Wir erhoffen uns einfach schlicht hinweg, dass uns noch mehr Leute kennenlernen und besuchen kommen und eben halt bekannter zu werden. Andere wurden nominiert, rund 70 Teilnehmer sind es aktuell insgesamt. Vergeben wird der Preis am 12. Oktober in Schönhagen. Wir haben insgesamt zwei Preise der Wirtschaft, einmal im Bereich Industrie und Gewerbe und einmal im Bereich Handwerk. Passend dazu gibt es jeweils in der Kategorie einen Sonderpreis und den Preis der Wirtschaft Senioren. Im Februar eröffnete Andis Fleischwaren auf dem Luckenwalder Boulevard. Der gelernte Fleischer und Koch wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Baustelle vor der Tür sei zwar noch hinderlich, betont Lück, aber er sieht auch die besonderen Möglichkeiten des Standortes. Das Potenzial, was dann sich hier erschließen wird, und auch die Begebenheit der Lage, wird ein Highlight hier für Luckenwalde, dieser ganze Boulevard. Also das wird ja, ich habe die Bilder schon gesehen, wie der aussehen soll, wenn er fertig ist, und das wird wirklich ein Schmuckstück. Aber auch schon jetzt kommen die Kunden. Das Wurst- und Fleischwarenangebot ist vielfältig. Es gibt Mittagessen aus eigener Küche und einen Catering-Service. Auch regionale Produkte wie Gemüse oder Werder Fruchtsäfte findet man hier. Wir besorgen alles am Fleisch, an Grillfleisch, an Edelstücken, an das, was vorher so nicht machbar gewesen ist, eben halt hier, dass wir eben halt uns hinterklemmen und im kleinen Rahmen wirklich alles besorgen können. Vor allen Dingen für die Leute, die grillen wollen, das Rindfleisch, wie eine Bavette oder Long Ribs, dass wirklich alles möglich ist, dass die Leute und also die Kunden wirklich alles bekommen, was sie eben halt sich erhoffen. Auch die Niendorf Flügel- und Klavierfabrik GmbH Luckenwalde hat sich um den Preis beworben. Und das schon zum zweiten Mal. 1896 von Karl Niendorf gegründet, hat sich das Unternehmen nach wechselhafter Geschichte im Mai 2015 neu aufgestellt und will den Markennamen Niendorf wieder bekannter machen. Mittlerweile gibt es auf dem Firmengelände sogar einen Konzertsaal. Die zwei Klavier- und vier Flügelmodelle entstehen in Handarbeit. 99% der Bauteile kommen aus Deutschland. Bei den Klaviermodellen ist es das 118er und das 123er Klavier. Bei den Flügelmodellen vom kleinen 145er, dann kommt der 172er, der 227er und jetzt ganz neu unser 275er Flügel. Die Zahl sagt aus, beim Klavier ist es die Höhe und beim Flügel ist es die Tiefe vom Instrument. Hier gilt, je größer das Instrument, desto kraftvoller der Klang. Bis zu 65 Klaviere und Flügel werden im Jahr produziert, Tendenz steigend. Niendorf Piano beschäftigt bereits 17 Mitarbeiter, benötigt aber mehr. Durch die Teilnahme beim Preis der Wirtschaft hofft man deshalb auf Bewerbungen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, wie zum Beispiel Klavierbauern und Tischlern. Die werden bei uns rege gesucht. Es ist nicht einfach, Leute nach Brandenburg, nach Luckenwalde zu locken. Aber wir sind halt dran. Der Preis der Wirtschaft wird durch Kooperationspartner wie die VR-Bank Fleming EG und die Mittelbrandenburgische Sparkasse unterstützt. Seit diesem Jahr ebenfalls mit dabei ist die Bürgschaftsbank Brandenburg. Um zu sehen, wie ist so die ganze Struktur aufgestellt und wo sind die Interessen auch der Unternehmen und welche Ängste und Nöte und Wünsche haben die denn auch. Letztes Unternehmen bei dieser Besuchsrunde war Reichel Elektroinstallation und Metallbau Ludwigsfelde. Beratung, Planung, Ausführung und ein ausgezeichneter Kundendienst, damit wirbt das Unternehmen. Hauptsächlich sind wir in der Industrie tätig, bei Mercedes-Benz in Ludwigsfelde, bei Biotronic in Berlin. Wir sind aber auch in der Wohnungsbaugesellschaft, in der Ludwigsfelder Wohnungsbaugesellschaft tätig. Da sanieren wir seit 20 Jahren den Wohnungsbestand. Und ich denke, dass wir uns relativ breit aufgestellt haben in der Region, um möglichst zukunftsfähig tätig sein zu können. 1990 wurde das Unternehmen mit 6 Mitarbeitern gegründet. Heute arbeiten hier über 40. Mit der Teilnahme am Preis der Wirtschaft möchte Reichel auf seine Ausbildungsplätze aufmerksam machen. Aktuell sind die Lehrlingsplätze besetzt, aber es wird zunehmend schwieriger,
entsprechend viele Interessenten zu finden, um qualitativ hochwertige Bewerber zu kriegen. Und wir sind aber stets bemüht, da in der Perspektive schon noch neuen Nachwuchs zu bekommen, um unsere Ausbildung kontinuierlich fortführen zu können. Zu siegen ist nicht das Wichtigste für die Teilnehmer. Marketing spielt auch eine große Rolle. Gerade diese Pressebegleitung ist auch das, was in der Öffentlichkeit angekommen ist vom Preis und was den Unternehmen auch, egal ob sie nun Gewinner sind oder nicht, zugutekommt, dass man über sie redet. Die Preisgelder von 1.500 Euro werden von den Siegern traditionell an andere weitergereicht. Viele investieren dann die Preisgelder wieder in Marketing oder sponsern es, da wo sie ehrenamtlich sowieso schon unterwegs sind, bei Kitas oder bei Fußballvereinen oder Sportvereinen. Und das landet dann sozusagen wieder in der Region.